Verteidigungsminister zu Guttenberg mit Gattin Stefanie beim Truppenbesuch in Afghanistan. In den Medien wurde dies kontrovers diskutiert. Auf kaum Gegenliebe ist gestoßen, dass er auch noch TV-Moderator Johannes B. Kerner am Schlepptau hatte und vor Ort eine Sendung aufzeichnete. Wir haben uns in Fritzlar umgehört und gefragt, was die Leute von der Afghanistan-Reise der Guttenbergs halten. Ich meine, das war also nicht, dass, ob das unbedingt sein müsste, ne? Dass der auch noch, der Kerner da runter, man sollte wahrscheinlich die Truppe ermuntern, obwohl er mit der Maschine mit denen geflogen ist von der Bundeswehr. Ne? In Ordnung, dass er das gemacht hat und seine Frau auch dabei war und ich finde die Kritik nicht gerechtfertigt, die da entgegensteht. Und die Talkshow müssen wir mal abwarten. Ich finde, die engagieren sich sehr gut und ich finde das ganz toll, dass sie dahin gereist sind, egal was andere darüber denken. Ich finde es mehr Medienspektakel wie alles andere. Musste nicht sein. Gerade, dass der Kerner noch mit sollte, das war nur gar nichts. Das ist natürlich der Herr Kerner, um seine Einschaltquoten hochzubringen, da mitreist, finde ich jetzt nicht so prickelnd, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Einerseits finde ich es ganz gut, dass er Verbundenheit zeigt mit den Soldaten, die ja jetzt da auch für unser Vaterland kämpfen. Das finde ich schon ganz okay, aber ich denke, dass er da den Herrn Kerner und seine Frau mit im Schlepptau hat, das hat dann so ein bisschen Publicity zu tun. Ich finde das gut, dass er mit der Frau nach Afghanistan gereist ist, zu unseren Truppen.